Hallo alle zusammen, freut mich, ihr seid schon wieder auf meinem Kanal. Ich habe für euch heute vorbereitet 4 Alltagsfrisuren. Frisuren, wo könnt ihr ohne Problem in 2 oder maximal 3 Minuten selber machen. Das ist meine à la Chignon. Meine Haare sind ganz normal gewaschen, nicht auf die Locken wie gedreht oder geföhnt. Ich habe einfach in Länge mein Fluid, mein Glänzfluid von Aveda verteilt. Ich teile meine Haare auf 2 Hälften und auf die Breite von 3 Finger drehe ich die Deckhaare, besprühe ich sie ein bisschen mit Haarspray und fixiere ich diese geformte Schnecke mit Haarklammer. Diese Frisur könnt ihr auch versuchen, mit kürzeren Haaren zu machen. Das müssen nicht unbedingt so lange Haare sein wie meine. Ich habe die erste Schnecke fixiert mit 2 Haarklammern. Wer fühlt sich unsicher und braucht noch eine oder noch 2, kann ohne Problem fixieren mit mehreren Klammern. In welche Richtung tut ihr die Haare drehen, überlasse ich euch. So wie passt das jedem, er soll selber mit den Händen da hinten am Kopf schön angucken oder mit dem kleinen Spiegel nachhelfen. Und das ist einfach egal in welche Richtung, wie passt euch am besten, so sollt ihr das drehen. Ich habe das gedreht, so ohne kleine Spiegel, einfach auf Gefühl. Die zweite Schnecke habe ich genauso auf breite 3 Finger gedreht und mit Haarklammer werde ich sie fixieren. Immer wieder habe ich alles ein bisschen mit Haarspray fixiert. Ich mag einfach Haarspray, er macht die ganze kleine Härchen zusammen. Wie ihr seht, kann die Spitze ein bisschen rausgehen. Dann müsst ihr einfach nein, gehen nochmal in die Schnecke und schön die Spitze innen verstecken. Alles soll fest mit Klammer befestigt sein. Und genauso wie oben, wenn jemand braucht mehrere Klammer, soll mehrere Klammer benutzen. Das ist der fertige à la Chignon. Ich fixiere das alles nochmal mit Haarspray. À la Banane. Jeder kennt diese Hochsteckfrisur. So einfach und schnell, elegant zu machen. Meine Version ist noch schneller und noch einfacher. Deswegen habe ich sie genannt à la Banane. Die ganzen Haare sind zusammengedreht und leicht nach oben gesteckt, halbiert und mit Haarnadel fixiert. Die abstehende Haarspitze verstecken sie unter diese gedrehte Rolle. Diejenigen, die haben kürzere Haare, vielleicht werden das Problem nicht haben. Alles fixieren sie mit Haarnadel. Das müssen nicht unbedingt nur 2 oder 3 Haarnadeln sein. Ihr könnt ruhig mehrere Haarnadeln verwenden. Das soll einfach richtig fest sein. Und ihr sollt sicher den ganzen Tag mit den Haaren laufen. Deswegen, ich werde euch raten, mehrere Haarnadeln verwenden. Zum Sicherheit prüfen Sie alles in kleinem Spiegel und sprühen Sie mit Haarspray. À la Cordel. Das ist eine sehr schöne Alltagsfrisur. Ihr sollt die Haare teilen auf 2 Hälften an die Nacken und aus 2 Strängen ein schöne Kordel drehen. Wie länger die Haare, so länger wird das Kordel. Das Kordel wird halbiert und mit Haarnadel zum restlichen Haare fixiert. Die Haarspitze werdet ihr auch verstecken unter dem schon gedrehten Kordel. Alles werdet ihr fixieren mit Haarnadel und muss nicht unbedingt 2, 3 müssen das nicht 2, 3 Haarnadel sein. Das können Sie ruhig mehrere Haarnadel verwenden. Die schöne Alltagsfrisur. Ich zeige euch später,
wie sieht das auch mit ein paar Haaraccessorien und wie ändert sich schnell auf eine außergewöhnliche, kann sein, Abendfrisur. Ich rate euch, das alles noch mit Haarspray zu fixieren, das hält bestimmt länger. Aladot. Jeder kennt unterschiedliche Möglichkeiten, Dutt zu tragen. Oben, unten. Ich zeige euch heute das aus dem Pferdeschwanz. Wie aus zwei Strängen drehe ich ein Dutt. Das ist auch eine sehr schnelle, einfache Alltagsfrisur. Ihr teilt den Pferdeschwanz auf zwei Hälften. Aus einem Strang drehen Sie so ein wie Kordel, eine Schnecke, und fixieren Sie das alles außerum das Haargummi. Die andere Strang drehen Sie genauso und legen Sie schön außerum den schon neigelegten Strang. Alles fixieren Sie mit Haarnadel oder Haarklammer. Zum Ende werde ich schon wieder raten, ein bisschen Haarspray zu verwenden. Das wird die ganze Frisur noch stabiler zu machen. Für jede Frau, für Uni, für Büro, auch für die Schule. Mit Haaraccessorien. Jede Alltagsfrisur wird viel eleganter. Das waren meine vier Vorschläge für euch. Ich habe noch einen Vorschlag. Das, was habe ich hier, kann ich euch auch zeigen, wie man das macht. Wer interessiert sich daran, bitte schreibt mir unten in Kommentare, dann mache ich so ein Video für euch. Wenn hat euch meine Video gefallen, bitte abonniert meinen Kanal oder geht ja direkt auf meine Website, wo habe ich noch mehr Tipps für euch vorbereitet.